Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Immer noch? Das gibt's ja nicht. Was ist denn mit dem los? Wieso macht denn niemand das Fenster auf? Hat er hier den Dinger, wenn ich ihn jetzt erschrecke und er fliegt gegen das Fenster, weil das Fenster zu ist, dann hau ich mich selber. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. Die andere war nicht echt, Max. Die andere war genauso echt wie die hier. Die war nur anders. Das macht's nicht falsch. Es macht's nur anders. Das ist das Schlimme. Und existiert die alternative Zeitlinie jetzt noch? Ich denke schon. Multiversum-Theorie, ne? Last time I wanted to splash some water on my face, my whole life changed. Also. Multiple Universum-Theorie. Es gibt jetzt ein Universum, in dem Max sich das Gesicht gewaschen hat. Und eines, in dem sie es nicht getan hat. Und beide sind echt. Ah. Jede Möglichkeit hat ihr eigenes Universum. So ist die Multiple Universum-Theorie oder alternative Realitätstheorie. Die kennt man ja, ne? So, ich mach mal hier. Nee, das Licht bleib erstmal an. Foto. So, ich mach mal hier das Fenster auf. Dann sage ich dem scheiß Vogel, der soll nicht mal rausfliegen. Das ist wahrscheinlich sein Tod, weil alle Vögel draußen sterben. Aber was soll's? Kann ja nicht sein, dass der hier ständig rumfliegt. Los. Du willst mich doch verarschen. Fly, be free. Und jetzt fällt er vom Himmel, weil. It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop up tomorrow? Habe ich echt Angst vor, dass jetzt der Vogel stirbt, weil er in der frischen Luft ist, so wie alle anderen Vögel. Bis auf die Möwen. Die Möwen sind nicht gestorben, aber die ganzen Spatzen, Transspatzen, ich glaube. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Ja, ist vielleicht nicht so gut, ins Schlafzimmer der Eltern von Chloe zu gehen. Ja, ist so dunkel hier. Okay. Foto. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Ach so, wegen den Tornado. Ach, stimmt ja, der kommt ja auch mal näher, der blöde Tornado, ne? In 5 Tagen war das doch in Episode 1. Jetzt sind wir 4 Tage nach Episode 1. 3 Tage. Also insgesamt beim 4. Tag. Klingt komisch. Das heißt, in Episode 5, nehme ich an, glaube ich, geht es dann um den Tornado? Ich weiß es nicht. Das wissen wir nicht. Guck mal, hier, Anrufbeantworter. Ich habe die definitiv nicht gelöscht. Hey, Warren! Bitte? Warte mal. So. Du. Sag mal, wie viel schreibt der denn da? Das ist ja gruselig. Was ist denn das hier? So. Was haben wir denn da alles? Was ist denn das letzte, was er geschrieben hat? Beziehungsweise das letzte, was ich gelesen habe? Probieren ist das richtige Wort. Hast du dich in die Luft gesprengt? Max, genau. Noch nicht. Noch hier nicht in die Luft geflogen? Noch nicht. Also das Schloss gesprengt, Bomber Max. Das war am 9.10. Das haben wir gestern noch gelesen. Also nicht gestern, sondern in der letzten Episode. Gestern im Spiel. So. 9.10. 0 Uhr. Beziehungsweise eigentlich derselbe Tag, ne? Weil es ja 0 Uhr ist. So, freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich Tickets jetzt. Bla bla bla. So. Danke für deine Hilfe bei meinem Experiment, Dr. Max Stein. Ich hab gar nicht geholfen. Du hast genug getan, damit ich ein A- statt einem B+, was mich voll gestresst hatte bekommen habe. Ja, hätten wir in einem
A-Plus ändern können, ne? Habe ich gar nicht gesehen, die Option, aber wir hätten es tatsächlich in Episode 3, als wir da in Blackwell rumgeschlichen sind, in A-Plus ändern können. Scheinbar. Keine Ahnung wie, aber wir haben es scheinbar verpasst. Okay, all dein Erfolg ist mir zu verdanken. Bravo, ich. Gut gemacht. Selbst ein A-Minus ist kacke. A-Minus? Ich denke, ich werde es irgendwie überleben. Ich sehe das meinen Eltern. Muss los, ruf der Natur. Danke für diese Info. Jo, Bex, deine Freundin Chloe hat mir getextet, dass du sie abgewiesen hast. Echt? Ach nee, gar nicht. Die sind ja gar nicht... die sind ja gar nicht am Ende der dritten Episode in Blackwell eingebrochen. Sie sind ja am Anfang der Episode in Blackwell eingebrochen. Und dann ging ein ganzer Tag vonstatten. Ich habe gerade gedacht, das wäre derselbe Tag, weil es hier 0 Uhr ist. Also, dass wir jetzt den 9.10. hätten im Spiel. Aber kann ja gar nicht sein. Wir haben ja jetzt den 10.10. Ey, ich bin manchmal ein bisschen durch. So. Jo, Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet, dass du sie abgewiesen hast. Echt? 10.10. 8.41 Uhr. Chloe hat dir ernsthaft getextet? Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Mein Gott. Ich wollte dich nicht blamieren. Zu spät. Sie klingt cool. Sie ist ein Dussel, aber cool. Wie ich? Nein, du bist anders. Auf eine gute Art. Wir lassen also weiterhin den Affen raus. Kein dreckiger Mensch hält mich auf. Lass den Affen raus, nicht den Menschen. Wir werden sehen. Hoffentlich. Ich muss zurück zur Realität. So ein Mist. Eindeutig. Ich melde mich später. So, Papa. Ach du Scheiße. Dö. So. Genau, das war, nachdem wir Kate gerettet hatten. 9.10. 21.03 Uhr. Hey Liebling, ich habe gerade eine komische Nachricht, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Ist das Streich von Schülern? Das kam von einer blockierten Nummer. Oh, das tut mir leid. So ein Idiot aus meiner Klasse fand das lustig. Ist es nicht. Ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht, entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe später an. Liebe dich. Und Mama. So. So. Maxine, was geht bei euch mit dem Wettervorsicht? Finden dort militärische Tests statt oder so? Du sitzt im Auge des Sturms. Kein Kommentar. Ich habe Lisa am Leben gehalten, also sind wir noch sicher. Solange du da bist. Wird rot. Zurück an die Bücher. Bis bald. XO Maxo. Ach du Scheiße, XO Maxo. Und Kate. So. Muss man jetzt natürlich lesen, ne? Da. 9.10. So, Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine rufende Hand warst. Genau, ich versuche dich so bald wie möglich, versprochen. Das müssen wir noch machen. Das haben wir in der dritten Episode gar nicht gemacht. So, 9.10.20.02 Uhr. Max, wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst mich diese Woche noch besuchen. Ich möchte über etwas Wichtiges reden. Natürlich besuche ich dich. Nichts wird mich aufhalten. Ich vermisse dich. Und mein Kaninchen. Wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch. Yay! Yay, du bist eine tolle Freundin. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. XO Maxo. Ich glaube, XO Maxo ist irgendwie neu, ne? So. 9.10.22.08 Uhr. Hey Justin, bist du beschäftigt? Maxi Max, ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was ist los? Kennst du Frank Bowers? Drogen. Das ist alles? Frank Nathan, er kennt ihn, glaube ich. Okay, mache ich. Danke, Justin. Wofür? Das erinnert mich irgendwie an David. Dritte Episode. Kate kommt zu spät zum Unterricht. Drogen? So, 9.10. 21.19. Hey Juliet, hast du viel zu tun? Keine Zeit, viel zu tun, du schreibst mir nie. Was ist los? Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst ihn im Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie. Mehr nicht. Warum? Ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald. Danke. Ach, die ist ja Redakteurin bei der Schülerzeitschrift oder sonst irgendwas. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor Star-Reporterin Juliet Watson verheimlichen. Hallo?
Chloe. So. Uhr, das ist neu. Genau. Hey Mann, ich bin mal wieder kacke. Tut mir leid, dass ich meine Wut an meiner besten Freundin ausgelassen habe. Chloe, verstehst. Du machst eine Menge durch, wie wir alle. Außerdem habe ich deine Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Okay, das ist deine eine Emoji-Gefängnis-Freikarte. Aber wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen Detektivmodus für Rachel und Kate anschmeißen. Exzellent, mein lieber Watson. Wir werden scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze. Ich komme vorbei und hole dich ab. Super, ich werde bereit sein. XO, XO. Und das war kein Emoji. Natürlich nicht. Das war natürlich gar nichts. Nein. So, und sonst ist hier nichts. Gut. Alles wieder beim Alten. Irgendwie eine Erleichterung. Auch die Seite, die Pflanze ist wieder kaputt. Eingegangen. Das ist, ja, alles wieder beim Alten. To think this all started with my vision of a tornado. Öko-Apokalypse? Bis vor kurzem war Acadia Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Nach einem unvorhergesehenen Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter Acadia Bay jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert, inklusive der NASA. Ich glaube, das spricht man NASA aus, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wofür steht das eigentlich? NASA. Nasenaugen-Seearzt. Noch unglaublicher als diese Öko-Phänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Die wollen doch nur Klicks baiten. Also, ja, ist schon. Das funktioniert bei Zeitungen natürlich nicht. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Max the Time Bandit strikes again. Du hast doch nur die Originalzeitlinie für dich hergestellt. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Wobei, ist das die Originalzeitlinie oder ist die Originalzeitlinie die Zeitlinie, in der Chloe gestorben ist, als Nathan sie erschossen hat? Weil wir haben ja da die Zeit, weil das ist verwirrend. Joyce really wants David and Chloe to be a family. Ich nehme dein Angebot zum Abendessen für einen Kinofilm an. Vielleicht möchte Chloe mit. Ich rufe dich später an. XOXXXOOO Joyce. Ah, ja. Wahrscheinlich nicht. The most expensive restaurant in town? David knows how to get on Joyce's good side. $260, Alter, what the fuck? Altimore, französisch-italienische Küste, Menü für Paare mit 6 Gängen und unbegrenztem Wein. Gesamt $240,25, Trinkgeld $20, Gesamt 20. Ach, die waren schon essen. Okay, für $260. Läuft bei denen. Oh, ja, ich geh da mal, ne? Obwohl, der müsste ja eigentlich gut auf mich zu sprechen sein. Tatsächlich. Aber ich gehe jetzt erstmal raus, weil der ganze Garten ist versuhlt und dreckig. Irgendwer hat hier Dosenbier oder Energy Drinks getrunken und die Dose hier hingeworfen. Das war bestimmt der fiese, fette Nachbar. Oh, Schaukel, kann man sich hier wieder hinsetzen? Nee. Gut, dann eben nicht. Bier. Sack. David even made sure to bag up the dead birds. Oh, aber seine Dosen und Bierflaschen nicht, ne? Ah ja. William never finished painting that wall. Kamera. Ja, das wissen wir ja schon. So, nicht zurückspulen. Ich will gucken, ob ich irgendwie ein Vogelnest oder sowas sehe. Denn das muss ich tatsächlich noch fotografieren. Ich weiß nur nicht, wo das sein soll. Bongo.
Hier draußen ist irgendwie nichts. Did I actually cause that clock to stop? Huh. Die Zeit dreht durch. Jetzt dreht die Zeit komplett durch. Ja, sonst ist hier aber nichts, ne? Ich guck noch mal zur Sicherheit, was ich für Fotos machen muss. Nest, Steinhaufen, wo könnte das Nest sein? Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier ist. Das muss aber eigentlich hier irgendwo sein, ne? Ich meine... Ich frage mich ja gerade, ob Chloe und Max tatsächlich hoffen, dass sie irgendwelche Infos aus David rauskriegen, was Rachel angeht. Also ob der überhaupt irgendwas weiß. Ich meine, ich denke nicht. Aber in den Kommentaren stand mal, dass einer glaubt, dass David was mit dem Verschwinden von Rachel zu tun hat. Ich habe halt das selber für nicht so wahrscheinlich. Aber es kann sein. Also, dass David und Nathan tatsächlich zusammenarbeiten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Was macht der da? Ah ja, Kamera zusammenbauen, ne? Hat aufgeräumt. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Hey, Max. I do appreciate you standing up for me. Ja, bitte. Keine Ursache. Fühle mich immer noch schlecht deswegen. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Würde ihr wahrscheinlich das Herz brechen. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Von Raymond Wells an David Madsen. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Veränderung ihres Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Das stimmt natürlich. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Das ist interessant. Sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. Sexist! Wenn ich ein Junge wäre, dann wäre das anders, ne? Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Gewehre vielleicht. Das wäre doch mal was. Seine kleinen Pistolen hat er in einem komischen Schrank, der eigentlich auch mit einem Schloss gesichert ist. Sag mal, hat er die Pistole eigentlich ausgetauscht? Da steht da, das sieht so aus. Nee, die Pistole ist immer noch weg. Und da sind seine Gewehre drin. Oh, nee, wahrscheinlich nicht. So, was haben wir hier noch? Da ist eine Tür. Da geht's raus. Da ist tatsächlich Davids repariertes Auto. Und da ist Chloes Truck. So, war hier noch irgendwas? Ich meine schon, da war noch gerade eben irgendwas. Ein Rasenmäher, natürlich. Vorhängeschloss benutzen. Naja, wie willst du das denn machen? For once, I don't have time to search for the code. I need to find a key. Also ja. Ah, the keys to the kingdom, or at least David's locker.
Ja. Max, I don't like people in my personal space. I mean it. Tut mir leid, ich muss da hin. Aus dem sage ich ein tolles Motten-T-Shirt. Das ist irgendwie gruselig. Mit dem Schmetterling und so, Motte, toter Schmetterling. Hey Max, I do appreciate you standing up. Excuse me, Max. Den Schlüssel. Do not touch one goddamn thing. Come on, kann Max. Ich nicht mit ihm reden? Find a way to get David out of his cave. Official man cave. So, no girls allowed. Kann ich nicht einfach mit ihm reden? Hey, Flyer. I wonder if David is going to the party. Bestimmt. Hey Max, I do appreciate you standing up for me. I give up William, but defend David? Would Chloe hate me if she knew? Ja. Das tut sie nämlich jetzt schon. So, wie kriegen wir jetzt David aus dem Kackding da raus? Wieso kann ich nicht einfach mit ihm reden?